Ingrid Klöhr hat Hepatitis, eine Leberentzündung, die unbehandelt tödlich verlaufen kann. Alle Medikamente, die derzeit auf dem Markt sind, hat sie schon ausprobiert. Ohne Erfolg. Ihre letzte Hoffnung, Medikamentenstudien. Hier die vor 2 Jahren, die ich jetzt in der Klinik kriege, das war für mich die schlimmste. Ich war am ganzen Körper rot, als wenn ich verbrannt wäre, von oben bis unten. Und die Therapie hat auch nicht angeschlagen und ist in einem halben Jahr auch schon abgebrochen worden. Trotzdem hat sie den Mut, jetzt noch einmal an einer Studie teilzunehmen. Erstmal glaube ich an lieben Gott, dass man auch gesund wird. Da habe ich auch Vertrauen zu. Und auch jetzt so die Ärzte alle. Die Ärzte werden schon wissen, was sie tun. Doch allein in Deutschland werden jedes Jahr weit über 1000 Arzneimittelstudien durchgeführt. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Es gibt zurzeit eine ganze Menge von Studien im Bereich der Hepatitis. Das ist ein sehr aktives Feld. Viele Studien, die man auch nicht kennt, weil es einfach sehr viele sind. Aber ich denke schon, dass die wichtigen, die großen Studien mit Medikamenten, die effizient sind, auch kommuniziert werden. Als klinisch arbeitender Forscher will Jörg Schlag seinen Patienten die bestmögliche Therapie anbieten. Doch welche das ist, kann er gar nicht wissen, meint Gerd Antes vom Cochrane-Zentrum, das sich mit der Bewertung unterschiedlicher Therapieverfahren beschäftigt. Wir wissen sehr gut, dass nur ca. 50% aller begonnenen Studien publiziert werden. Und wir wissen leider auch sehr genau, dass diese 50% sehr, sehr bevorzugt die gewünschten Ergebnisse zeigen und dass die, die nicht so gefallen, gerade zu den anderen 50% gehören und damit in den Schubladen bleiben. Das geht, weil es in Deutschland keine Publikationspflicht gibt. Jörg Schlag sieht das jedoch nicht als Problem. Bei Studien wird nach meiner Kenntnis und bei den Studien, an denen wir teilgenommen haben, eigentlich alle Informationen publiziert. Und in diese Studien kommt alles hinein. Das hat sich gerade in den letzten Jahren aus meiner Sicht auch sehr gewandelt. Und hier ist eine absolute Transparenz und Offenheit. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Transparenz glaube, sondern ich weiß, dass es sie nicht gibt. Es gibt eine Fülle von Publikationen, die zeigen, dass die gegenwärtige Praxis sehr weit von dem Idealzustand entfernt ist. Das geht hin bis zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Firmen, weil sie Studien nicht publiziert haben, die dann zu tödlichen Ausgängen führten. Das heißt, die Ärzte vertrauen auf vollständige Publikationen, die Patienten auf angeblich gut informierte Ärzte. Doch zum Glück gibt es ja noch die Ethikkommissionen, sogar insgesamt 53 in Deutschland. Jede Studie muss vor Beginn von einer Ethikkommission geprüft werden. Schließlich wird hier an Menschen geforscht. Wir sehen uns als Anwalt der Patienten und die Fachleute in der Ethikkommission oder der externe Sachverständige, die haben im Allgemeinen einen sehr guten Überblick und können sehr schnell feststellen, ob alle relevante Literatur beurteilt und berücksichtigt wurde oder nicht. Doch wie wollen die Ethikkommissionen feststellen, was relevant ist bei so vielen Studien? Besonders wenn nur die Hälfte in Wissenschaftsjournalen publiziert wird. Ohne Publikationspflicht bräuchte man wenigstens ein Studienregister. Das hätte gleich 2 Vorteile. Einmal die Geburtsurkunde. Damit ist einfach öffentlich klar, dass eine Studie begonnen wurde. Egal, ob sie später publiziert wird, wir wissen, dass sie gab. Und man kann nachforschen. Zweitens die Information über laufende Studien. Das ist sowohl für die Forscher wie aber auch für die Ethikkommission extrem wichtig. Aber wenn jede Studie vor Beginn bei einer Ethikkommission vorgelegt werden muss, wozu braucht man dann noch ein Register? Die Ethikkommissionen in ihrer Gesamtheit müssten doch perfekt informiert sein. Frage an den Ethikkommissar. Verfolgen Sie nach, ob eine Studie publiziert wird oder nicht? Das können wir aktiv nicht nachverfolgen. Wissen Sie, wie viel Prozent der Studien später tatsächlich publiziert werden? Darüber gibt es keine Übersicht. Ich weiß das auch nicht. Wissen Sie denn, wie viele Studien vorzeitig abgebrochen werden, zum Beispiel wegen schwerer Nebenwirkungen? Die Zahlen sind mir nicht bekannt. Warum nicht? Weil sie mir nicht angegeben werden müssen. Richtig. Alle 53 Ethikkommissionen arbeiten unabhängig voneinander. Die Informationen laufen nicht zusammen und werden nirgendwo zentral gespeichert. Das heißt, auf der einen Seite haben wir heute technisch Möglichkeiten, wie wir in vielen Bereichen sehen, wo eigentlich Informationen
und Austausch von Informationen das Normalste der Welt ist. Aber genau in dieser Welt leben die Ethikkommissionen gegenwärtig nicht einmal annähernd. Das heißt, sie wissen tatsächlich nicht, was die Nachbarkommission tut. Dabei wäre es so einfach. Gerd Antes hat das Deutsche Register für klinische Studien ins Leben gerufen. Doch kein Forscher ist verpflichtet, seine Studie dort registrieren zu lassen. Antes ist auf die Mithilfe der Ethikkommissionen angewiesen. Idealerweise würden die relevanten Daten von den Ethikkommissionen entweder direkt an uns gegeben werden, also an das Deutsche Register klinischer Studien, oder aber sehr stark motiviert von den Ethikkommissionen, von den Forschern selbst. Das kann man auch technisch lösen. Aber die Realisierung ist noch nicht annähernd erfolgt. Schlecht für die Patienten, die sich gutgläubig in den Dienst der Wissenschaft stellen und sich so vielleicht unnützen Therapien unterziehen müssen. Auch die Ethikkommissionen können sie nicht wirklich schützen. Umso wichtiger wird das Verhalten der Ärzte. Wenn eine Pharmafirma mich zwingen würde, Ergebnisse unter den Tisch zu kehren oder vielleicht eine Publikation nicht zu schreiben oder anders zu schreiben, dann würde ich persönlich mich dagegen wehren, weil das Betrug am Patienten wäre, der für diese Studie gelitten hat, und natürlich auch Betrug an der Allgemeinheit. Patienten sind heutzutage darauf angewiesen, dass alle Ärzte so denken wie Jörg Schlag. Ein hohes Risiko, das sich nur minimieren lässt, wenn jede Studie am Menschen registriert und später auch publiziert werden muss.